Eigentlich wollte ich ja keine Produktwerbungen machen, aber das Gerät ist einfach zu gut und das Prepper braucht man es immer wieder. Ein Vakuumiergerät, aber nicht irgendeins, es hat Vorteile. Das ist ein Casa VC100. Es gibt auch den kleinen Bruder, den VC20. Der Vorteil vom VC100 ist, man kann extern Vakuumierbehälter anschließen. Die schließt man dann hinten an. Schnell rum. Da ist eine Anschlussmöglichkeit da oben. Ja, sieht man es ja schon, vielleicht drehen müssen. Da steckt man den Schlauch auf und hat den Behälter dran. Da gibt es so Tüten mit Ventilen und so weiter. Dann hat er etwas, was viele nicht haben. Das ist eine Flüssigkeitskammer. Die setzt man ein. Wenn man dann auch Flüssigkeiten mit im Vakuumierbeutel hat, dann saugt er die hier nicht irgendwo ins Gerät, sondern eben in diese Kammer, die muss man dann ja auch wieder spülen. Das Teil hat Rollen dabei, also so große Endlosrollen, die man dann erstmal auf einer Seite zuschweißen muss, dann die Länge sich raussucht. Ist besonders für längere Gegenstände geeignet. Gibt auch Beutel mit verschiedenen Größen und macht, was es soll. Es macht nämlich, man sieht es vielleicht, es macht eine Doppelschweißnaht. Wenn man da sehr ganz nicht so vertraut, dann kann man dann das nochmal reinlegen und nochmal auf nur Schweißen klicken, dann ist auch gut. Dann hat man auf jeden Fall viermal eine Naht, die dann garantiert hält. Die Beutel sind äußerst robust, auf der einen Seite ein bisschen genoppt. Innen auf der anderen Seite auch. Außen glatt zum Vakuumieren ist natürlich klar. Aber dicke Qualität. Also echt dicke Qualität. Die reißen nicht. Hat man keine Probleme mit. Nur mal so als Beispiel. Versuche jetzt dann einen Streichhölzer einzuvakuumieren. Dann kann man den Beutel hier natürlich auch nochmal teilen. Ungefähr in der Mitte. Einfach mit einer Schere oder einem Messer durchschneiden. Ja, eine Seite offen lassen, die andere Seite hier wieder mit einer Naht versehen. Da braucht man auch die Vakuumierfunktion nicht, da hat man extra nur schweißen. Man kann auch mal abbrechen, Behälter vakuumieren und vakuumieren und schweißen. Und danach legt man, was man vakuumieren will, einfach rein. Immer schön zudrücken, vakuumieren und schweißen. So. Und dann sieht man schon, der hat so gut vakuumiert, dass es die Streichholzschachtel sogar ein Stück weit verzogen hat. Ja. Wie gesagt, robust, lässt sich auch nicht so einfach wieder aufreißen, braucht man so eine Schere. Kann ich nur empfehlen. Also ein Casa VC100 sollte in keinem Prepper-Haushalt fehlen. Ich habe schon viele andere probiert, die waren alle Schrott. Lieber gibt man ein paar Euro mehr aus und hat was Gescheites, als da am falschen Ende zu sparen. So, das sind solche vakuumierbare Beutel, die man mit dem auch mit dem Ansteckventil vakuumieren kann. Da gibt es, wie gesagt, mehrere Systeme, mehrere Größen. Da könnt ihr euch aussuchen. Nicht immer billig, aber gut. Da wird alles sauber wieder eingelagert. In meinem kleinen Prepperkeller. Alles ist gut.